Im gestrigen Freitagabendspiel konnte Borussia Dortmund mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim gewinnen. Das Ganze war ein ziemlich interessantes Spiel, bei dem Dortmund Qualitäten gezeigt hat, die ihnen so in der Form oft abgesprochen werden. Kommen wir also nun zur Taktikanalyse und beginnen hier mit den Grundformationen der beiden Mannschaften. Wir haben hier die Dortmunder in einem klaren 4-2-3-1. Wolf ersetzt Guerrero und generell hat Terzic wieder umgestellt. Letztes Spiel war es ja eine Raute mit Adeyemi als zweiten Stürmer und jetzt ist halt eben der junge Beino Gittens reingerückt als Flügelspieler. Und auf Hoffenheims Seite ist es eigentlich unverändert wie in den letzten Spielen, ein klares 3-5-2, wobei halt Geiger der klare Sechser ist, der hier für den Spielaufbau verantwortlich ist, während Prömel und Baumgartner halt mit Offensivdrang nach vorne pushen. Schauen wir nun also darauf, wie sich die Formationen im Spielgeschehen verhalten und gehen dann zunächst auf den Aufbau von Hoffenheim ein. Und da war es eigentlich ziemlich ähnlich wie die Grundformation, nämlich hinten die Dreierkette, davor Dennis Geiger und eben die Außenverteidiger auch ganz außen auf Höhe des Sechsers. Und dann halt die zwei davor mit Prömel und Baumgartner, die sich situativ hier reinfallen lassen, um dann halt eben den Ball abzuholen und dann eben nach vorne zu treiben. Eine andere Form des Spielaufbaus von Hoffenheim war dann, wenn Baumann mit einbezogen wurde, dann ist eben Angelinho ganz weit aufgeschoben, Akpoguma links raus, also quasi als Außenverteidiger, Vogt auf die linke Seite, Kabak rechts und dann wird halt Baumann als elfter Feldspieler genutzt. Schauen wir nun also darauf, wie Dortmund auf den Spielaufbau reagiert hat, also die Pressing-Formation von Dortmund, wie sie gegen den Ball gespielt haben. Da haben wir mal Modest vorne, der wurde dann von Reus, je nachdem, oft unterstützt, dass man halt vorne eine Zweierreihe hatte und dementsprechend schieben natürlich alle von hinten auf. Wir haben Beino Gittens links und Brand rechts und Bellingham schiebt dann eben aus dem Mittelfeld auf. Özcan ist alleinig auf der 6 und dann halt eben der Rest der Verteidigung. So ist der BVB auf jeden Fall in der ersten Halbzeit angelaufen und konnte dadurch dann auch einige Ballgewinne erzielen. Generell hat man wirklich sehr aggressiv rausgeschoben. So war es dann oft der Fall, wenn sich jetzt Hoffenheim zum Beispiel mal befreit hat, dass ein Kramaric hier den Ball erhält und Hummels halt direkt drauf schiebt und den Ball zurückerobert. Und das war eigentlich auf allen Positionen so aggressiv zu sehen. Dementsprechend war es in der ersten Halbzeit vom Spielgeschehen her so, dass halt eben der BVB den Ballbesitz hatte. Hoffenheim meist wirklich ziemlich tief stand und dann halt eben, wenn sie den Ball hatten, durch das eben angesprochene Pressing der Dortmunder nicht nach vorne kamen, weil halt wirklich jeder bei Dortmund gegen den Ball gut gearbeitet hat. Wenn jetzt Dortmund hinten den Ball hatte, schauen wir einfach mal kurz drauf, wie die Hoffenheimer gepresst haben, auch wenn das halt wirklich sehr selten der Fall war in der ersten Halbzeit. Da gab es, glaube ich, nur eine Pressing-Aktion. Auf jeden Fall war es so, die Stürmer schieben vorne auf die beiden Innenverteidiger. Baumgartner geht als Zehner dahinter. Und dann gab es eben eine Doppel-Sechs aus Geiger und Prömel. Der Rest schiebt natürlich auch wieder auf. Und die Wingbacks haben dann auch auf Höhe der beiden Sechser fungiert, also nicht wirklich ganz hoch. Wie hat sich Dortmund dann aus dem Pressing befreit? Und da war es dann oft so, dass sich Özcan zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen hat und dementsprechend haben dann halt die Außenverteidiger aufgeschoben, Platz für die beiden äußeren Innenverteidiger gemacht und sind dann eben hier vor. Bellingham ist auch ein Stück weit nach vorne, während Reus sich dann fallen lassen hat, dass man hier so ein Zweier-Mittelfeld hat aus zwei spielstarken Spielern. Dementsprechend hatte man dann hier ein 3-4 und vorne die 3 mit Brand, Modest und Beino Gittens. Schauen wir nun also drauf, was passiert ist, wenn sich die Dortmunder aus dem Pressing befreit haben und dann halt in die Offensivformation übergegangen sind, beziehungsweise was sie meistens gar nicht mussten, da Hoffenheim von Grund aus oft schon relativ tief stand. Also ganz klar, natürlich hinten formiert sich das zu einer Fünferkette. Dann haben wir halt eben Geiger, Prömel und Baumgartner, die dann halt eben als Dreierreihe davor verteidigt haben und Kramaric und Rüter als Doppelsturm davor.
Offensiv hat sich Modest dann natürlich ganz klar vorne zentral eingeordnet, auch wenn er sich hier im Spielaufbau oftmals links oder rechts rausfallen lassen hat, um halt einfach die Gegner zu verwirren. Was dann bei Dortmund so geschehen ist, ist ganz interessant, denn es sind zum einen die Außenverteidiger ganz hoch geschoben, dann die beiden Flügelspieler mit Brand und Bino Gittens, die dann hier einen inversen Flügel quasi gegeben haben, auch in vorderster Front. Und Bellingham und Reus sind dann jeweils auch vorne rein, aber zwischen die Flügel und Modest, und haben dann hier in den Halbräumen so ein bisschen agiert. Özcan ist dann natürlich hier auf die 6 als Absicherung mit den beiden Innenverteidigern dann dahinter. Das heißt, die Dortmunder hatten dann hier wirklich in einer Linie 7 Offensivspieler. Natürlich kamen hier Reus, Bellingham oft kurz, haben sich fallen lassen. Auch mal Brandt natürlich, der das auf jeden Fall auch kann. Der auch wirklich ein gutes Spiel hatte mit guten Laufwegen. Auch wenn seine Pässe manchmal noch ein bisschen unglücklich waren. Aber auch er hat natürlich gut gegen den Ball gearbeitet, was man so von ihm nicht kennt. Was dann hier wirklich entscheidend für den Dortmunder Sieg war, war die Nutzung der Halbräume. Also damit meine ich hier genau diese Räume. Denn da waren wirklich Bellingham auf der einen, beziehungsweise Bellingham war auf beiden Seiten und auch Reus, die haben wirklich gut rotiert. Und es waren halt echt oft Bellingham und Reus, die dann eben in diese Halbräume gestoßen sind, hier zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger eingestartet sind und so dann wirklich einige Chancen kreiert haben, eben nur dadurch, dass sie diese Halbräume nutzen. Und so fiel dann halt eben auch das 1:0, auch wenn Hoffenheim da nicht ganz so defensiv stand. Da hatte halt Wolf hier den Ball. Dementsprechend sind die Hoffenheimer natürlich ein bisschen aufgerückt dahin. Wolf gibt Bino Gittens den Ball, der zieht halt dann eben hier rein, während Reus sich hier im Halbraum bewegt. Dann kommt eben Brandt von der anderen Seite hier hin. Bino Gittens passt dann halt eben auf Brandt, der den One-Touch in den Lauf von Reus passt, der dann halt eben hier eingestartet ist und dann halt eben das Tor erzielen kann. Wobei man auch hier sagen muss, dass Bellingham auch eingestartet ist und noch entscheidend stört. Und dementsprechend war halt auch Bellingham hier daran beteiligt. Und es zeigt einfach, wie gut Dortmund hier eben die Halbräume genutzt hat in dem Spiel. Und das halt eben meistens durch Reus und Bellingham. Wo ich sagen muss, das waren somit die besten Spieler des Spiels, die es auf jeden Fall entschieden haben. Aber auch ein Wolf war wirklich stark, muss man sagen. Also in der ersten Halbzeit wurde halt Hoffenheim wirklich hinten reingedrückt und konnte so ihr Offensivpotenzial auch gar nicht entfalten. Wobei ich sagen muss, dass die Absicherung von Dortmund relativ instabil ist, wenn man hier nur die zwei Innenverteidiger und den Sechser hat. Und da hätte Hoffenheim auf jeden Fall einen Elas Bebou geholfen, den man hier dann lang schicken könnte hinter die Abwehrkette von Dortmund. Vor allem wenn man hier das Tempo von Mats Hummels bedenkt. Auf jeden Fall war dann Halbzeit und André Breitenreiter hat auf jeden Fall gut reagiert. Er hat Sko rechts rausgenommen. Dann kam Kader Rabek. Bei Sko war halt wirklich das Problem, dass er als Linksfuß rechts agiert hat und so konnte er sein Potenzial nicht entfalten, da halt direkt ein Spieler immer auf ihn draufgeschoben hat durch die aggressive Pressingweise der Dortmunder und da war er halt auf der falschen Seite in so einem Spiel. Ansonsten kommt hier noch Rudi rein für Geiger, der halt eben defensiv nicht so stabil ist. Und Rudi ist halt defensiv stärker und kann hier die Halbräume eben besser verteidigen, was halt so eine Problemstelle war in der ersten Halbzeit. Außerdem kommt Damar für Baumgartner rein. Und auf Dortmunder Seite kam dann eben halt Hazard für Bino Gittens, der sich verletzt hat, aber eben auch kein so gutes Spiel gemacht hat, auch wenn er das Tor eingeleitet hat, weil er halt eigentlich besser aufgehoben ist, wenn er hier vom Flügel aus starten kann und dann nach innen ziehen kann. Aber mit dieser Spielweise muss der halt immer hier so auch gewissermaßen in den Halbräumen agieren und das ist halt nicht ganz seine Stärke. In den ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit war das Spielgeschehen dann eigentlich noch ähnlich wie in der ersten.
Aber dann kam von der 50. bis zur 60. so eine kleine Drangphase der Hoffenheimer, wo es ein, zwei gute Szenen gab, wo man auf jeden Fall zu Chancen kam, mehr oder weniger. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie die Dortmunder defensiv standen. Und dann war es so, dass man mehr oder weniger wieder in seine Grundformation übergegangen ist mit Özcan und Bellingham auf der Doppel-6. Und dann sind halt eben die Flügel neben diese beiden eingerückt, um für zwei kompakte Viererreihen hier zu sorgen. Reus war dann oft neben Modest oder je nachdem, wie man halt stand, dann auch dahinter, sodass man hier auf jeden Fall 4-4-1-1 hatte. Bei Hoffenheim haben sich dann halt eben die Stürmer logischerweise vorne eingeordnet. Und in der Offensivformation waren dann auf jeden Fall die Außenverteidiger entscheidend, denn die sind auch in vorderster Linie vorgeschoben. Dann sind die zwei Achter hier eben hinter die zwei Spitzen, Rudi als Absicherung dahinter und dann halt eben der Rest wieder aufgeschoben nach vorne. Wie gesagt, gab es dann so eine kleine Drangphase mit ein, zwei Halbchancen für Hoffenheim. Aber ansonsten haben es die Dortmunder auf jeden Fall wirklich gut wegverteidigt. So auch von der 60. Minute an bis zur 90. kam eigentlich keine wirkliche Chance mehr für die TSG. Dennoch wurde es nochmal taktisch interessant, denn Hoffenheim musste dann natürlich noch ins Risiko gehen, mehr oder weniger. Dabur kam rein für Prömel, klarer Offensivwechsel, der sich vorne als Zielspieler einsortieren soll. Dementsprechend waren die Dortmunder hier halt mehr oder weniger in der Unterzahl defensiv. Es kam auch noch Bruun Larsen rein für Rüther, der halt auch mehr oder weniger eine Wucht darstellt offensiv. Durch die Unterzahl defensiv war es dann wieder ein bisschen schwierig defensiv für Dortmund, aber Terzic hat dann halt eben reagiert. Süle kommt rein für Wolf und dann formiert sich hinten halt eine klare Dreierkette, Hummels zentral. Süle rechts, als Ringbacks dann eben Meunier rechts und links ist dann Hazard nach hinten. Und Hazard kann es auf jeden Fall spielen, hat er ja schon für die Nationalmannschaft von Belgien gemacht. Und ansonsten war es hier dann ein Zweiermittelfeld davor, Brandt ist dann ein bisschen vor, Modest vorne, beziehungsweise Brandt wurde ausgewechselt, da kam dann Reyna rein. Dementsprechend hatte man dann eigentlich ja, einen 3-4-3. In dem Fall war es jetzt so, dass man in der zweiten Halbzeit eigentlich eher am Verteidigen war, daher eher einen 5-2-3. Weil man muss schon sagen, Hoffenheim hat in der zweiten Halbzeit auch mehr Ballbesitz. Die haben das Spiel klar in die Hand genommen. Dortmund hat sich eher aufs Verteidigen beschränkt. Aber Hoffenheim war halt vorne eher ohne Ideen. Dortmund hat es besser verteidigt wie Hoffenheim in der ersten Halbzeit und konnte dann dementsprechend auch gefährliche Konter setzen, was Hoffenheim in der ersten Hälfte halt gar nicht gelungen ist. Und was ich auch interessant war und weil ich da auch Gegenteiliges gelesen habe, was die Leistung von Modest betrifft, da kam ja in der Nachspielzeit dann Moukoko rein und zwar nicht für Modest, sondern für Marco Reus. Was ich ganz interessant fand, weil Moukoko, um dann hier halt mit Tempo zu kontern, hätte ich ganz interessant gefunden. Aber Modest blieb eben drauf, stattdessen ging Reus raus. Und das zeigt auf jeden Fall den Wert von Modest, den er in dem Spiel hatte, weil er hat wirklich defensiv gegen den Ball gut mitgearbeitet. Und er hat auch spielerisch auf jeden Fall einen Wert gehabt, hat einige Bälle ziemlich gut festgemacht. Auch die eine Chance hier rechts, wo Beino Gittens in der ersten Halbzeit eigentlich das 2-0 machen muss, hat er wirklich gut kreiert. Und da muss man sagen, wirklich habe ich so nicht erwartet, aber es war ein gutes Spiel von Modest. Im Endeffekt lässt sich dann auf jeden Fall sagen, es war ein wirklich umkämpftes Spiel, das der BVB in der ersten Hälfte durch seine individuelle Qualität und die clevere Nutzung der Halbräume auf seine Seite bringen konnte und dann halt letztendlich durch die Disziplin aller Spieler in der Arbeit gegen den Ball übers komplette Spiel hinweg dann letztendlich auch nach Hause bringen konnte.